Sonntagabend, 8. Januar 2017. Hallo, herzlich willkommen hier aus dem Kölner Neidstadion in Bad Nauheim. DL2, 34. Spieltag, erstes Heimspiel im neuen Jahr für unseren EC Bad Nauheim. Zu Gast hier heute im Altwürdigen Stadion die Star Bulls aus Rosenheim. Eröffnungsbully Tyler McNeely gegen Nick Dinin. Eröffnungsbully geht an die Roten Teufel. Dann wird die Bande gecheckt von Vollmeier. Wieder Saro jetzt am Puck. Immer noch Charlie Saro. Zieht in die Mitte. Hat viel Platz, Schuss drauf. Oh, Herden in der Fang an. Das wäre natürlich ein Traumeinstand gewesen. Aber da zuckte die Fanghand von Timo Herden. Auf links, da ist es Lindelbauer. Remme mit dem Schläger, kein Problem. Johansson. Dinin auf Pauli, der geht rein ins Drittel. Pass rüber zu Frosch, der ist ganz alleine. Herden mit dem Schoner da. Riesenchance, zweite Riesenchance am heutigen Abend. In den Tor Eugen Alanov. Kommt zu Fall, Strafe angezeigt gegen Rosenheim. Walle Kressler mit Pass vor Tor. Tippinversuch von Götz. Da ist die Scheibe wieder vom Tor. Jetzt ist ein Rosenheimer dazwischen. Jetzt wird die Strafe ausgesprochen. Craig Klaassen war dazwischen. Jetzt Johansson schlägt ein wenig über die Scheibe. Edfelder für die Starbucks. Aber aufgepasst von Johansson. Jetzt geht es 3 auf 2 in die andere Richtung. Rade Krestan auf Andreas Pauli. Der Pass vor Tor. Krestan tippt im Tor. Tor! 1:0 für den SC Bad Nauheim. 15 Minuten, 4 Sekunden gespielt. Rosenheim mit einer 2-auf-1-Situation durch Edfelder, nachdem Johansson die Scheibe erst nicht kontrollieren konnte. Aber eben jener Johansson war es dann, der den Schläger dazwischen brachte. Und dann ging es 3-auf-2 in die andere Richtung. Andreas Pauli über links rein ins Drittel. In der Mitte Radek Krestan bereit zum Tip-In. Und der EC Bad Nauheim führt mit 1:0. Bulli vor Remel. Bulli gewinnt erneut für Saro. Götz über die Bande zu Alanov. In die Mitte, da kommt Götz mitgesprintet, der versucht. Oh, war Herden dran. Schade, nächste dicke Chance. Markus Götz allein auf und davon. Eröffnungsbulli, Dinin gegen McNeely. Besseres Ende für die Gäste. Charlie Saro, Radek Krestan, Eugen Alanov. In der Mitte kommt Markus Götz, Pass vors Tor, Tipp in Versuch von Krestan, aber erneut ist Herden da. Schöner Spielzug hier von hinten heraus. Weiter geht's mit Alanov, Pass vors Tor, knapp am Tor vorbei, Marius Erk. Da rutscht die Scheibe sogar noch ein wenig gegen die Außenumrandung des Tores. Aber weiter geht's mit Charlie Saro, lässt liegen für Erk. Da ist jetzt Eugen Alanov. Hat er mit gehakt, hat immer noch die Scheibe, Charlie Saro. Pass an die langen Pfosten, abfällt, Tor! Tor! Führung 2:0. In der Mitte war die Scheibe abgefälscht. Ich glaube, es war von Markus Götz, wenn ich es richtig gesehen habe. Auf jeden Fall war da noch einer dran. Die Reihe hat schon seit locker 30, 40 Sekunden Volldruck gemacht im Drittel. Vorher die dicke Chance durch Erk. Und dann klingelt's. 2:0 durch die neu formierte Reihe um Charlie Saro. Pass vors Tor von Dusan Frosch. Pauker kommt aber nicht ran. Johansson, Pass vors Tor wieder. Dinin erneut. Timo Herd mit einem starken Save. Bärenstark. Pass in die Mitte, aber Harry Lange dazwischen. Und nicht draußen. McNeely hält ihn im Drittel drin. Der Pass vors Tor ist wieder McNeely. Rehme mit dem Schone. Richtig starker Save, da zuckt der Schoner. Meisinger, Scheibe tief rein. Da musste Diego Hofland abbremsen. War ein Weg zu weit vorne. So, Harry Lange dazwischen, Querpass. Oh, wollte Meisinger noch mal die Mitte versuchen, aber Harry Lange kam nicht ran, war nicht bereit. Schade. Jetzt wird Nauheim gegen Star Bulls Rosenheim. Spielstand nach 40 Minuten 2:0. Diagonalpass, Lindelbauer dazwischen, da kommt Zero. Charlie Saro, 2:0 fast. Charlie Saro geht rein ins Drittel. Verzögert, Pass auf Restan, der kommt aber nicht ran. Schade. Marc Kohl auf den Schläger. Da kommt Andreas Pauli, hat viel Platz.
Pass auf Dusan Frosch und Außennetz. Wieder Frosch in die Mitte, Schuss drauf. Da kommt ich ein Tor! Nick Dinin! 3:0 für den FC Bad Nauheim. Das Ganze 9:15 vor dem Ende. Dusan Frosch mit der Doppelchance. Dann kullert die Scheibe unglücklich dem guten Timo Herden durch die Beine am langen Pfosten vorbei. Und da steht Nick Dinin goldrichtig. Muss einfach nur den Schläger hinhalten. Und schon steht es 3:0. Lewis auf Schofield. Oh, verdeckter Schuss am langen Pfosten vorbei. McNeely hätte den Puck im Drittel drin. Der rutscht jetzt Johansson über den Schläger. Da kommt Schofield, Schuss und Tor. Und da ist er drin. Maximilian Vollmeier. 4 Minuten 13 Sekunden vor dem Ende. Flachschuss ins kurze Eck. Und Rosenheim verkürzt auf 1:3. Die 2,5 Minuten noch auf der Uhr. Peter Lindelbauer. Tyler Schofield. Schuss zum Tor. Mikko Rehme ist da. Spielt jetzt, will selber weiterspielen. Legt sie noch mal gehen. Oh, gefährlich. Und Rosenheim. Oh, das war von der Linie gegrätscht. Von Harry Lange. Mikko Rehme wollte selber weiterspielen. Volley-Gewinn für den deutschen Waliser. Für Joe Lewis. Timo Herden winkt schon wieder, wird gleich wieder gehen. Aber erst einmal, da ist jetzt Gerstung dazwischen, versucht aus der Luft weggeschlagen von Timo Herden, der gerade aus dem Weg war, auf die Bank. Deswegen schickt Petri Harry Lange mit, das passiert aber nicht. Der Rogue gewinnt das Anspiel. Querpass Harry Lange, nochmal Querpass Radek Krestan. Schuss drauf an die Außenumrandung des Tores. 45 Sekunden vor dem Ende, hätte Krestan seinen Hattrick heute komplett machen können. 25,3 Sekunden noch. Holi gewinnen. Joel Johansson. Scheibe nochmal zum Tor. Abgefälscht. Und dann kommt die Scheibe rein. Tor für den FC Bad Nauheim. 8 Sekunden hat die Strafzeit gegen Peter Lindelbauer nur gedauert. Und 17,4 Sekunden vor dem Ende. Dann das 4:1. Und es war letztendlich Radek Krestan, der die Scheibe reinbefördert hat und doch noch seinen Hattrick heute Abend komplett macht. Die Fans stimmen sich schon ein mit Schlachtgesängen für das Derby. Hier ist das Spiel auf jeden Fall in dem Moment beendet. Der FC Bad Nauheim siegt gegen die Star Bulls Rosenheim mit 4:1. Die Rosenheimer werden es mir nachsehen, aber was anders wie hoch verdient kann man für diesen Sieg wohl nicht verwenden. Klares Ding. 4:1. Zweiter Sieg in Folge.